Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Attack, der geheime Kampf gegen die Drogen. Mein Name ist Selma und das letzte Mal hatten wir quasi neu angefangen. Und es ist jetzt auch schon für mich ein paar Tage her, anderthalb Wochen der letzten Aufnahme. Und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen davor geziert. Ich habe nicht so richtig Lust. Es ist nicht so, dass ich nicht möchte, aber irgendwie fesselt mich dieses Spiel nicht so wie die anderen Simulationen. Und ich glaube, das war damals auch schon so. Ich meine nämlich, die meiste Zeit damit zugebracht zu haben, das das werde ich wahrscheinlich unter das Review legen, dass es ja auch noch den Arcade-Modus gibt, wo man so ein bisschen rumfliegen kann und ein paar Punkte dafür kassiert, dass man andere Flieger abschießt, dass ich da mehr Zeit mit verbracht habe wie mit der Simulation. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem noch mal hier weiterspielen und dem Ganzen noch eine Chance geben. Wir hatten das letzte Mal ja schon enttäuscht festgestellt, dass die in dieser Kampagne, in der neuen Kampagne, wo wir mit vier gegen vier Drogenbarone kämpfen, dass sie sich untereinander scheinbar nicht bekriegen, sondern wir deren zentraler Angriffspunkt sind. Ja, ein bisschen enttäuschend, vielleicht aber auch realistisch. Ich meine, die haben sich wahrscheinlich zusammengeschlossen und sie leben so mehr oder weniger zufrieden, haben sich das alles aufgeteilt und wir stören jetzt diesen Frieden. Also macht es wahrscheinlich Sinn, dass sie uns angreifen. Fände ich trotzdem interessanter, wenn sie auch untereinander kämpfen würden und man die dann irgendwie ineinander verstricken könnte. Aber das geht nicht. Ja, wie man hier sieht, wir haben vier Abschüsse gemacht in der letzten Mission, nichts verloren. Ich meine, wir haben auch mit den Helikopter Supplies ausgeliefert, aber da findet man im Nachhinein ja nicht mehr raus, wo die hingeliefert wurden oder wie lange die noch an dieser Ort und Stelle für Informationen sorgen. Laden wir mal das Ganze. Ja, in der letzten Woche habe ich auch darüber nachgedacht, was der Sinn dieser Planungs- und gleich der Simulationsphase ist, wenn man den Tag beginnt. Verstehe ich so ehrlich gesagt auch nicht, weil wenn ich in diesem Menübildschirm bin, dann kann ich ja auch, wenn der Tag begonnen ist, hält ja die Zeit an, da kann ich ja die ganze Planung machen. Also theoretisch, das Einzige, was ich mir hier aussuchen kann, was für den Tag final ist, ist halt die Bewaffnung und die Art der Flugzeuge. Ob es jetzt dadurch einfacher oder schwerer wird, wenn man den Tag angefangen hat, ich weiß es nicht. Also erscheint mir unwahrscheinlich. Ja, ein Shipment haben wir. Was ist das denn? Südlich von uns? Ja, wir sind ja in Turbado. Ja. Bringt das wohl was, wenn man ein Hauptquartier bombardiert? Ach, er zoomt natürlich nicht auf den Punkt ran, den ich angezoomt habe. Auch ein Punkt, den ich schade finde, ist, dass man hier über das Hauptquartier, über die Sachen keine Informationen findet. Ich meine, okay. Ich will jetzt nicht wissen, wie viele Leute da sind oder sowas, aber generell würde mich schon mal interessieren, wie das überhaupt aussieht, was da für Fabrikationen sind. Ich meine, es muss doch schon mal Satellitenbilder oder so davon geben. Okay. Hier ist scheinbar noch ein Lorry, der auch zu jemandem gehört, der nicht in unserem Geheimdienstbericht war, weil das war ja der. Okay. Also sind in dem Geheimdienstbericht auch nicht alle Informationen verfügbar. Okay, die Karte ist sowieso ein bisschen merkwürdig erklärt, muss ich ehrlich sagen. Was auch schön wäre, wäre ein Overlay, das man einschalten könnte, wo man einfach die farblich kodiert die Bereiche von den Drug Lords sieht, welche die kontrollieren. Weil wenn man hier sieht, die Karte ist ja riesig groß. Wozu gehört das denn hier? LS. Wie? Also ich verstehe das gar nicht. Ich meine, hier unten hin, da muss ich ja durch das komplette feindliche Gebiet. Das heißt, da kann ich ja eigentlich gar nicht angreifen. Und im Norden ist es dann hier einfach vorbei. Hier gibt es keine Städte, hier gibt es gar nichts. Eine zivile Lorry? Nee. Hier ist eine. Okay, hier gibt es dann scheinbar doch noch was. Aber das habe ich nicht aufgeklärt und deswegen sind da die Namen nicht. Also da schweigt sich auch das Handbuch so ein bisschen drüber aus, finde ich. Das hat zwar tolle Geschichten und erklärt ein bisschen was. Bisschen was Allgemeines, aber so richtig, ja, nicht. Schade. Ja, da wir uns ja gegen vier Barone
wären müssen, würde ich fast sagen, wir nehmen drei F-22 und jeder hat eine eigene Mission und wir nehmen wieder einen Longbow, einen Apache, kein Longbow, ist kein D hinter, gab es damals wahrscheinlich noch nicht. Oder doch? Doch, eigentlich schon. Sidewinder, MRAMs. Und ich habe nicht verstanden, warum man hier die anderen Waffen nehmen sollte. Ich würde fast darauf wetten, ich kann mit einer Maverick ein Haus anvisieren, dann kann ich mit einer Maverick bestimmt auch ein Schiff anvisieren. Das heißt, diese hier brauche ich eigentlich gar nicht. Gut, hier könnte ich von den MK, die nehme ich mal mit, MK82 kann ich vier mitnehmen, wo ich von der Maverick nur zwei pro Pylon mitnehmen kann. Ja, am meisten brauchen wir eh was gegen Flieger. Ja, jetzt haben wir zwei Mavericks, ja. Ich würde auch gerne das Layout kopieren, das heißt mein Waffenlayout von hier nach hier kopieren. Aber nehmen wir das einfach mal so mit. Ob es wohl einen Unterschied macht? Ob die gleich. Ne, ich glaube vom Flugmodell her ist es egal, ob ich hier mehr Gewicht auf der linken wie auf der rechten Seite habe. Und ich glaube, dieser Pylon ist der, der eigentlich in dem Rumpf drin ist, der eingeklappt werden kann. Dann packen wir hier mal die wieder drauf. Mavericks. MRAM. Ja. Nehmen wir das mal so wieder mit. Ein. Meine MRAM. Maverick. MRAM. Soll ich hier nochmal. Ich glaube, eine Mindestreichweite haben die MRAMs hier im Spiel auch nicht. Also kann ich die einfach abschießen, wann ich will. Und wir haben ja schon festgestellt, dass es eigentlich besser ist, die mit einem MG runterzuholen, wenn die F-22 nicht so unglaublich träge wäre. Armament, du nimmst wieder Supplies mit. Das ist, glaube ich, also warum der hier nur Supplies mitnehmen kann, vermutlich ist das vom Spieldesign her, damit wir hier nicht noch eine Angriffs- und eine Supply-Mission in eins fliegen können, weil sonst würden wir das ja immer machen. Also sonst würde man ja zu jedem Angriff auch eine Supply-Mission fliegen. Macht spielerisch auf dem ersten Sinn vielleicht, auf den ersten Blick vielleicht Sinn, auf dem zweiten ist es aber egal. Jetzt fliege ich mit denen halt keine Angriffe mehr, sondern fliege mit denen nur Supplies. Ja, also entwertet die so ein bisschen. Wir haben ja auch noch, also es hat ja auch für uns noch keinen Sinn gegeben, den hier mal zu fliegen. Auf die Map können wir gucken. Wir können ja im Nachhinein irgendwie die Wegfindung nicht mehr so richtig. So, ah ja. Die Wegfindung nicht mehr so richtig beeinflussen. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir jetzt hier hin wollen. Bringt es jetzt für mich was, diese Stadt anzugreifen? Ich weiß es nicht. Die Stadt ist feindlich. Das heißt ja, das sind trotzdem Zivilisten. Das heißt, eigentlich eine feindliche Stadt kann ich nicht angreifen. Ich kann auch kein Village angreifen. Also muss ich mir was anderes suchen. Was ist das denn hier? Ist das eine Farm? Bringt es was, eine Farm anzugreifen? Ich probiere das jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob es was bringt, eine Farm zu zerlegen, aber das finden wir jetzt raus. So, macht es Sinn, erstmal die im Umfeld anzugreifen? Das ist nur ein ganz normaler Town. Ich meine, die Feinde im Umfeld anzugreifen, das gehört auch schon wieder irgendwie. Nein, ich wollte ran. So. Keine weiteren Informationen. Hier steht immer nur der Name. Hier ist ein Airfield. Und hier ist ein Town, ein Village, ein Village, ein Town, eine Lorry und ein Town. Okay. Greife ich nochmal die Airbase an. Ground Attack. Und hier gehen wir mal ein bisschen in den Norden. Auch nicht. Cesar, Village, Farm. Kann man hier die Farm ohne weiteres angreifen? Hier sind mehrere. Diese Farm hat überhaupt gar keine Straße. Okay, ist wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, ist jetzt nur für mich überraschend. Ja, greifen wir diese Farm nochmal an. So, und du, keine Ahnung, was bringt es, wenn ich dich irgendwie.
Das ist eine zivile Airbasis. Vielleicht ist das nicht schlecht, weil wenn die feindlich wird, ist blöd. Sage ich hier Drop Supplies. Gut. Schauen wir das Ganze mal an. Vergessen haben wir nichts. Prinzipiell ist es auch nicht so schlimm, wenn wir was vergessen hätten. Also das meine ich mit der Simulationsphase. Also die Planungsphase und die Simulationsphase. Hier hält die Zeit auch an. Da passiert eigentlich nicht viel. Tja, verstehe ich jetzt auch nicht. Dieses, ja, egal. Gut. Wahrscheinlich nochmal so als jetzt geht's los, jetzt bist du fertig mit Planen. Keine Ahnung. Wäre wahrscheinlich ganz cool gewesen, wenn man die Jets hätte mehrfach bedienen können, mehrfach starten und landen können, aber es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass das vom Spieldesign her dann wahrscheinlich unfair wäre, weil dann könnte ich den ganzen Tag fliegen, bis der halt zu Ende ist, was ja eigentlich realistisch wäre, aber dann wird es wahrscheinlich zu einfach. So. Überlege ich. Ich denke, wir werden gleich hier den übernehmen. Welcher ist das denn? Nee. Ah, das ist Alpha. Wir werden gleich Alpha übernehmen und die Farm angreifen. Hier fliegt ja auch einiges durch die Luft, was nicht unser ist. Hier. Alpha watchen. Sollte erstmal machen. Ich schalte nur mal kurz den Autopilot aus, um zu sehen, wie die Kalibrierung von meinem Joystick ist. Der zieht ein bisschen hoch, aber damit kann ich leben. So, rauszoomen einmal. Waffen sind Mavericks ist schon drin und er hat auch schon die Farm selektiert. Dann kann ich hier Zeitbeschleunigung. Da ist die Farm. Was die Farm? Die ist ja riesig. 17 Kilometer. Okay, das hilft mir jetzt nicht wirklich viel. Shift F7, Shift F8. Die umgekehrte Zielansicht versuche ich zu aktivieren. So, geht nicht. Ich würde jetzt gerne die. Achso, die konnte ich so nicht durchschalten. Dafür muss ich den Autopilot auch machen. Genau, die MK82 nehmen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ist denn an der Farm das Ziel? Ein Building. Naja, gut. Okay, es ist schon was explodiert. Wahrscheinlich habe ich schon mal was abgeworfen. Ah, nein! Jetzt hat er die Kanone ausgewählt. Okay. Das okay, das ist lustig. Ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe, wenn man das Gebäude zerlegt hat. Jetzt habe ich das Gebäude nicht mehr natürlich anvisiert, sondern einen Krater. Jetzt habe ich kein Ziel mehr anvisiert. Okay, ich fliege jetzt aber trotzdem nochmal zurück und würde gerne. Hallo? IM9, AGM, da. Würde gerne dann doch nochmal ein bisschen langsamer. Irgendwas explodiert hier die ganze Zeit. Ich vermute mal, das sind die Bomben, weil ich habe ja schon zwei abgeworfen, ohne es irgendwie zu wissen. Also da ist noch ein Building. Wir versuchen das jetzt mal zu bombardieren. Und zwei Stück raus. Okay, das Building haben wir erwischt. Autopilot an, gehen wir mal zurück und schauen mal, wie die anderen soweit sind. So, Bravo ist noch lange nicht da. Ground Attack in Progress, der ist schon da, der greift ja auch eine Farm an. Das ist Charlie. Charlie Fly. Ah ja. Schade, dass man jetzt hier keinen Target-Pod hat oder so, wie die wirkliche F-22 und das Ziel schon mal sehen kann. Das heißt, ich ziehe jetzt hier hoch, um den Winkel für die CILP-Bomben freizumachen und dann da drauf zu werfen. Das sind auch wieder zwei. Das war zu früh.
Er sollte besser gesessen haben. Ach, verflixt, das wollte ich gar nicht. Fly. Enemy Building Destroyed. Das ist schon mal ganz gut. AGM, MK82. Ein Krater. Habe ich da noch was? Da ist noch ein Building. Warum ist denn die Geschwindigkeit hier bei 0? Reicht das? Nee. So, das machen wir trotzdem ein bisschen langsamer und drehen noch mal um und holen uns das andere Farmgebäude. Alpha started Ground Attack. Okay, den habe ich dann scheinbar verpasst. Aber gut, dann haben wir zwei Angriffe gemacht von dreien. Ich bin ja mal gespannt. Finished. Das ging schnell. Dann können wir auch mal vergleichen, wer besser ist. Ob die KI mehr Ziele erwischt hat oder wir. Wahrscheinlich könnte ich doch einfach so und weg. Building destroyed. Da noch was? Ne. Ich drücke jetzt nächstes Ziel. Das sind nur noch Krater. Es gibt auch noch B als Ziel. Zielauswahl ist B. Bravo. Dann gucken wir erstmal. Fliegt er jetzt zurück? Jetzt fliegt er zurück. Mit Tab nimmt man das letzte Ziel raus. Darum sagt er hier cannot cancel. Kann ich den letzten Zielpunkt canceln, aber mehr auch nicht. So, jetzt will ich das Ganze noch mal von der Campaign Map beobachten. Wir könnten auch noch mal gucken. Alpha hat auch noch gar nicht. Okay, Alpha ist also auf dem Rückweg. Sieht, glaube ich, hier auch nicht so richtig. Ich kann mal ein bisschen schneller machen. Doch, Alpha ist auf dem ist auf dem Rückweg. Bei Bravo sieht es nicht so gut aus. Was ist das hier? MiG 29, MiG 29. Bravo macht den Ground Attack. Alpha ist nochmal zurückgeflogen und hat nochmal angegriffen. Ich weiß es nicht. Dann muss man also abbrechen. Das wusste ich auch nicht. Aber da müssen wir jetzt natürlich nochmal nach Bravo und den übernehmen. Der hat auch schon Schaden abgekriegt. Nein, wir hätten jetzt gerne die Sidewinders. Sidewinders. Ist der Plural von Sidewinders, Sidewinders? Ich weiß es nicht. Chefs und Flares. Na komm schon. Ist ein bisschen schade, dass man das Seitenruder so schwer bedienen kann. Das ist eine Steuerung, mit der ich mich nicht anfreunden kann. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, man schlägt es quasi ein und man muss es erst wieder korrigieren. Also wenn man es eingeschlagen hat, schlägt man es die ganze Zeit in die Richtung ein. Das ist sehr irritierend. Warum treffe ich den jetzt nicht? Ach, außerhalb der Reichweite. Gut, dann gehen wir hier mal noch ein bisschen mehr Stoff. AA incoming. Okay, ich werfe mal Chef zum Flares ab. Ich weiß ja immer noch nicht genau, was jetzt für was gut ist. Okay, den hätten wir. Nee, nee, wir müssen hier doch noch einen haben. So, schauen wir mal, MiG 21, hier war noch eben MiG 29 da. Die scheint mir jetzt ein bisschen gefährlicher zu sein. Die kriegt auch erstmal eine MRAM. Zu kurz. Die schießt auch auf uns. Mit MG? Danke. Da beschwere ich mich mal nicht. Also die ist schon sehr träge gefühlt, die F-22. Wenn ihr sieht, wir kommen ja gar nicht rum. Vielleicht müssen wir mehr Gebrauch von den Airbrakes machen, aber da weiß ich gerade Shotkey nicht für. Wir müssen die jetzt abschießen, ansonsten kommen wir hier aus der Geschichte, glaube ich, nicht mehr raus. War vielleicht auch mein Fehler, den hätte ich früher übernehmen müssen, den Bravo. Jetzt müsste ich aber mit dem
der denn? Der muss doch hier vor mir sein. Ich finde es auch sehr schwer, hier auf dem Radar zu erkennen. Die MiG 29 sehr dicht dran. Quasi. Jetzt habe ich eine MiG 19 anvisiert. Das wollte ich gar nicht. Ein Learjet wollte ich auch nicht. Die wollte ich. Wurde ich getroffen? Der Boeing. Okay, die scheint in den Boden oder sonst wohin geflogen zu sein. Ich habe keine Ahnung, dann haben wir jetzt noch die MiG 21 in der Nähe. Das ist der Autopilot, shit. Ja. Keine Ahnung, wie man die Airbrakes anwirft. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen ablenken lassen. Was ist das denn? MiG 19. Da dran. Da. MiG 21. Die wollen wir. Vollgas. Warum ist sie jetzt nicht mehr gelockt? Ich sehe ja auch meine Rakete nicht. Ich weiß nicht, ob die irgendwie... Hat er getroffen? Jo. Okay, die MiG 17. Oh, die schießt, da ist zumindest eine Rakete. Direkt auf uns zu. Getroffen? Das ist ein bisschen schade, man kriegt selbst irgendwie nicht so richtig mit. Warum hat jetzt meine Sidewinder nicht aufgelockt? Wir wissen es nicht. Abwehrmaßnahmen. Raus die MiG 17 an mir vorbeigeschossen. Ich meine, so ist das schon mit dem Luftkampf ganz cool, dass sie so schnell vorbeiflitzen und so. Das macht einen guten Eindruck. So, die sind jetzt leer. Ja, ich habe noch die AMRAMs. Kann ich mich mal um was anderes kümmern? Das ist ein Skyscraper. Der Maverick, nein. Ich habe noch eine hinter mir, vielleicht soll ich... Ja, okay, die ist weg. Immer wenn ich eine abschieße, kommt eine neue, habe ich das Gefühl. Ja. Die ist jetzt auch schon wieder in der Luft. Kommen von da unten. Hinter den Sams. Nee. So. Ist das ein Radar? Yo. Ist das schon mal gut. Control Tower auch weg. So. Jetzt noch ein paar Bomben. Gib mal Gas hier. Haben wir denn da noch? Control Tower, Hangar ist doch gut. Radar zerstört. Ich habe jetzt den Wegpunkt gecancelt, damit ich sehe, in welche Richtung ich nach Hause fliegen muss. Weil ich hätte jetzt Lust, hier komplett mal rauszukommen. Also ich drehe jetzt mal Bike. Da ist noch eine MiG 19 hinter mir. Oh, 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 oh. Na, ich habe jetzt einiges abgeworfen. Die sind aber immer noch ganz scharf auf mich. Okay, ich habe keine Luft mehr. Da ist auch noch ein MiG 29 hinter mir. Ich habe auch gleich die Hälfte meiner Abwehrmaßnahmen verbraucht.
Ja, wie entwischt man jetzt? Hoch, tief? Gute Frage. Vorne ist noch was vor mir. Langsamer. Okay, die hätten wir. Sollten wir jetzt den Weg nach vorne ja einigermaßen frei haben. Mal Abwehrmaßnahmen. Und Volldampf weg. Alpha has landed. Okay, der ist schon wieder zurück. Die sind jetzt hinter mir und war es nicht das letzte Mal auch so, dass die einfach bis zum Flughafen mitgeflogen sind und unsere Flughafenabwehrverteidigung da gar nichts gegen gemacht hat? Rechts sieht man jetzt auch auf dem Radar, fliegen zwei Raketen weg, die sind jetzt aber nicht mehr und die nächste kommt. Die nächsten zwei. Sprit haben wir noch genug, das können wir noch aushalten. Und die schießen wieder. Wir bringen Distanz zwischen die und uns. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die nicht unendlich Raketen haben. Ich zoome mal ein bisschen raus. Oh ja. Das schien ein Treffer gewesen zu sein, wenn ich das Blinken richtig interpretiere. Aber wenn ich unten rechts auf die Anzeige gucke, ist da nichts kaputt. Von daher, ja, die schießen schön auf uns. Die explodieren hinter uns, die Raketen. Ah, okay. Und die nächste, ja, ich glaube, die haben einfach reichlich, ne? Auch weg. Fünfzehn Kilometer, ich möchte jetzt ungern umdrehen und die abschießen. Den Rest scheine ich aber abgehängt zu haben. Ich habe aber Angst, wenn ich jetzt auf Autopilot stelle, dass der wieder unter den Nachbrenner fällt und dann einfach sich gemächlich von der MiG einholen lässt. Macht er das? Ich probiere es mal. Natürlich macht er das. Nee, 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 nee. Obwohl, holt die dann trotzdem noch auf? Wie? No Target. Hallo? Nee, die holt nicht mehr auf. Okay. Gut, lassen wir den Autopilot das mal zu Ende machen. Zu Ende zurückfliegen. Gucken noch mal auf die Karte. Wo sind die Kollegen? Alpha. Gelandet. In Progress. Der müsste auch gleich wieder da sein. Und der ist noch lange nicht da. Okay. Lassen wir das mal laufen. Hier ist jetzt die MiG 21 und noch irgendwas dahinter. Aber wir haben ja beim letzten Mal schon festgestellt, die kreisen einfach unendlich. Nur keinen Bock, dass sie den Heli gleich abschießen. Ich kann ja jetzt auch keinen anderen hochschicken, um die abzufangen. Ich meine, die stehen jetzt einfach auf der Startbahn rum. Das ist irgendwie, ja, schade. Was? Wo fliegt der denn jetzt hin? Achso, nee, ich dachte, der fliegt jetzt hier hoch, aber das ist ja Quatsch. Der fliegt jetzt zum Landen hier. Und der wird jetzt gleich landen. Und ich hoffe mal, dass sie den dann nicht auf der Startbahn abschießen können. Ja, und dann machen wir das Übliche am Ende einer Mission. Land in Progress, okay. Wir warten darauf, dass der Apache sein Zeug abliefert.
Hier steht auch nur. Der hatte doch eine Mission. Oder könnte ich die jetzt trotzdem nochmal? Ich glaube, das probiere ich mal aus. Muss ich dann vielleicht bei Take-Off anklicken? Kann ich jetzt sagen, Air Attack? Hier? Den und den Waffen? Normalerweise kann ich hier bei Air Attack auch einen Radius und sowas angeben. Kann ich nicht. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, startet er jetzt. Falls es geht, will ich mal auf Nummer sicher gehen und mache das jetzt hier auch nochmal. Air Attack. Oder die bringen sich jetzt um wieder. Enemy AA launched. Ja, der schießt nochmal auf Bravo. Beim Landen. Und. Okay, die starten scheinbar nicht mehr. Nee. Doch, in Progress. Sind die jetzt nochmal gestartet? Jo, das geht doch. Man. Aha. Okay. Also das nehme ich dann mal wieder zurück. Das geht ja doch. Die schießen halt nur nichts ab. Wo ist denn jetzt hier? Die sind beide gestartet. F-22, F-22, MiG-23. Warum kriegt der die denn nicht abgeschossen? Watch. Was macht der denn? Okay, ja. Kann man machen, muss man nicht. Doch, der hat schon. Oh, da war sie. Der hat schon mal geschossen. Okay, Bravo ist gelandet. Weit weg. Die jetzt ab. Das ist gut zu wissen, dass das doch geht. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Habe ich das nur falsch gemacht? Wenn die zurückgekommen sind, kann ich die also trotzdem auf eine Abfangmission schicken, was ja eine nette Sache ist. So, 7. Was ist das denn da? Okay, no. Okay, ja, dann mach du mal weiter. Oder ist ja jetzt gerade einer gecrashed? Nö, geht. Bravo hat ganz schön auf die Fresse gekriegt, aber wir haben es geschafft. Wir hatten sogar noch MK82 übrig. Aber da, ja, wollte ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Dann landen die jetzt alle wieder. Gut. Nein, die landen nicht, die fliegen noch rum. Hallo? Bravo. Delete. Alpha, delete. Delete. Bringen die jetzt zurück? Ja. Okay, gut. Das erklärt ja schon mal einiges. Also man muss immer wieder oben anfangen. Dann kann man, nachdem die gelandet sind, denen auch noch eine zweite Mission zuweisen. Das ist ja sehr gut. Dann lassen sich solche Flieger vielleicht auch solche Angreifer vielleicht auch in Zukunft abschießen. In Progress, gut, die können beide nicht gleichzeitig landen, ist ja klar. Okay. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier einen kurzen Cut. Und wir sehen uns bei der Besprechung wieder. Ich warte nur, bis der Apache seine Supplies abgeliefert hat. Der braucht ja ein bisschen. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Schauen wir mal. Alpha. Ein Aircraft Shutdown, wovon nur geplant waren. Das war das, was wir eben abgeschossen haben, als zurückgekommen sind. Zwei Ground Targets, wovon nur geplant waren. Das ist ja mal gelogen. Bravo, das waren wir. Fünf Aircrafts, null geplant. Fünf Ground Targets, auch null geplant. Okay. Und Charlie, das waren wir auch. Zwei Ground Targets, null geplant. Okay. Und der hat. Supply Mission was completed. Oviedo at 11%. Okay, das scheint ihm ganz gut zugesetzt zu haben, dass wir den Flughafen angegriffen haben. Ich vermute mal, dass das der war mit dem Flughafen. Ja.
Das hat er sich vielleicht auch anders vorgestellt. Klingt das was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt scheinbar morgen um den schon mal nicht mehr kümmern. Gut, damit wären wir auch bei Tag 2, 2, zweite Kampagne, zweiter Tag soweit durch. Ich hoffe, diesmal war es ein bisschen spannender. Ich fand es eigentlich ganz gut, ganz spannend. Im Gegensatz zu meiner Befürchtung war es doch nicht so langweilig. Und ja, das ist ja auch interessant. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen, nein, übermorgen zur nächsten Folge. Bis dahin.